Unternehmerisch entwickle ich mich natürlich auch weiter. Also wenn ich zurückdenke, die Firma ist noch recht jung. Ich habe die Anfang 2016 gegründet und da war das irgendwie noch gar nicht so ganz klar für mich, wo will ich eigentlich hin? Und durch diesen Trend, den das E-Bike und auch die Lastenfahrräder eben auch bieten, ist für mich ganz klar eine Ausrichtung gekommen. Also B2B war schon immer klar, das wollte ich machen, also kein B2C-Geschäft. Und es ist so, dass die Flotten, die aufgebaut werden in dem Bereich, ja, dass die halt betreut werden müssen. Und das ist ein ganz klarer Fokus. Das heißt, die müssen nicht nur die Anschaffung und die richtige Auswahl, sondern es geht darum, wenn eine Firma langsam Stück für Stück E-Bike-Flotten aufbaut, dann müssen die gemanagt werden, die müssen betreut werden, da muss ein nachhaltiger Service hin, weil die Unternehmen wollen sich darum nicht kümmern, die wollen, dass das Fahrzeug fährt. So, ich sorge dafür, dass das Fahrzeug fährt. Das ist ganz klar meine Strategie.